Freue mich, dass ich hier sein darf. Und es war wirklich Zufall, zum gleichen Zeitpunkt sozusagen hier zu sein. Und jetzt bin ich hier. Jetzt suche ich eine Studentin, mit der ich mich verabrede. Dani, kommen Sie bitte zu mir. Ich habe gedacht, über Landarstadt zu reden, ist eigentlich Unsinn. Man soll lieber Landarstadt machen. Und ich habe was mitgebracht, weil ich Naturwissenschaftler bin, natürlich etwas Naturwissenschaftliches. Und sie ist total unvorbereitet. Sie weiß überhaupt nichts. Ich weiß nur, dass sie grüne Augen hat. Blaugrün. Da habe ich noch nie gemacht. Ich habe noch nie diesen Versuch mit einer Frau blaugrünen Augen. Es könnte also passieren, dass es nicht klappt. Dann gehe ich. Sie schauen, das ist eine ganz normale Streicherschachtel. Sie schauen diese Streicherschachtel an. Intensiv. Stellen einen mentalen Kontakt zu dieser Streicherschachtel. Wenn Sie diesen Kontakt hergestellt haben, dann nicken Sie vorsichtig, sodass sich die Streicherschachtel das sehen. Und dann führen Sie, so wie Sie das möchten, die Streicherschachtel Stück für Stück oder durchgehen, oder wie auch immer, nach unten. Verstanden? Okay. Okay? Gucken wir mal, ob es funktioniert. Hat geklappt. Klatschen wir doch mal für dich. Ja, ich habe schon.
So, jetzt mental. Ich hoffe, dass der Befehl alle funktionieren. Ja, Problem ist, ich habe gesehen, was da vorne passiert ist. Magie. Einfach. Der Kollege Hoffmann hatte gesagt, er hat es nicht gesehen. Ich habe gesehen, er hat auch blaue Augen. Ja. Das kann man jetzt nicht. Vielleicht machen wir es mal. Ich will mal gucken, ob es klappt. Das ist halt geil. Vielleicht machen wir es noch nie, vor allem noch nicht angewandt. Okay. Mal probieren. Oder wenn das aufgeleiert ist. Funktioniert. Immer noch einsteigen. Konzentrieren. Ja, oder? Good.
fällt immer problematisch, die aus dem Tätigsein herauszulösen. Aber ich habe mir gedacht, ich habe mir das gemacht und mir die auch noch ein bisschen nachmachen wollen, um etwas zu Langerstatt mit dem Arbeiten. Und packen Sie es ein? Nee, halt, Quatsch, nicht einfach. Ich möchte das mal sehen. Zeigen Sie doch mal, was Sie hinbekommen haben. Burkhard hat das ja schon geschafft. Schauen Sie sich einfach mal um. Gucken Sie mal. Er kann sich einfach nicht genug konzentrieren. Genau. Er ist schuld. Ich hätte noch meine Futterbahn. Ja. Ein bisschen. Nämlich mit der Formel, mit dem Lehrsatz.
und haben uns sozusagen das Geschenk, was hier jeder Wissenschaftler machen kann, nämlich genetisch einen Sachverhalt zu erschließen, geraubt. Deswegen haben wir das nicht. Also, schauen wir doch mal. Wagenschein sagt, übrigens, ich bin ein Fan von Wagenschein, und ich denke, in der Elementarpädagogik sollten wir den Wagenschein noch viel, viel stärker rezipieren. Der hat für uns nicht geschrieben, der hat im Wesentlichen für Sekundarschule gearbeitet. Aber das, was er gesagt hat, sollten wir gerade in unserer Elementarpädagogik einziehen. Er hat gesagt, es gibt zwei Wege in den Hintergrund. Der eine Weg, der erste, wird vom Ende her geplant, siehe John Dewey, ja, von der Formel, von dem Satz, von dem Ergebnis jahrelanger Forschung. Und die Lehrer versuchen mit allen Möglichkeiten, didaktischen Tricks und Liebe und Wertschätzung und was auch immer, uns glauben zu machen, dass das stimmt. Das ist nicht der Weg, den wir gehen sollen, sondern wir sollten den zweiten Weg. Und den gehe ich jetzt zum Beispiel, ja, war mal 20 Jahre, zunehmend für mich erfolgreich. Ich habe weniger Qual, weil ich mit in den Prozess des Entdeckens mich jeden Tag noch einbringen kann. Nämlich über die direkte Begegnung mit dem Naturphänomen. Dieses zu erschließen. Also, so wie das die Wissenschaftler vor uns. Das kann man nicht mit allen Sachverhalten machen. Das geht gar nicht. So viel Zeit haben wir gar nicht. Das ist ein klarer Schritt, wenn man das tut. Hier sitzt eine Kollegin im Raum, jetzt in Pharmacy. Als ich heute in den Raum reingekommen bin, habe ich eine ganz... Ja, ich bin hingegangen. Ich hatte fast einen Abend, obwohl wir uns, glaube ich, noch nie gesehen haben. Sie tritt in einem Film auf. Und da gibt es eine Szene. Das ist eine der stärksten Szenen, die ich in diesem Bereich kenne. Entschuldigen, dass ich jetzt lobe. Aber manchmal ist die Wertschätzung immer ganz schön. Ja? Die Kinder auf die Idee kommen, als es draußen kalt wird, Eiswürfel draußen vor der Tür zu frieren. Und dann aus der Situation heraus sich mit dem Eis zu beschäftigen. Das ist eine Highlight-Szene, die ich meinen Studenten immer in der Halle sagen und zeige. Und das überwachen. Ja, ja. Also. Gut, das ist so etwas. Ja, nicht mit den Aggregatzuständen oder so einem Rahmen zu beginnen, sondern da ist der Eiswürfel. Das ist eigentlich das Thema. Ich glaube, dazu soll ich herkommen. Ja. Das Phänomen als Lernanlass. Ich denke, guck mal ein bisschen durch die Lupe. Und ich habe mir vorgenommen, das mit ihm zu machen. Das Geheimnis haben wir gelüftet. Hoffe ich. Komm mal. Zum nächsten, so eine Geschichte, die für mich sehr bedeutsam war. Ich war vor Jahren inzwischen schon mit meiner Frau und meiner Schwiegermutter auf dieser Bastei vor Rathen. Und da stehen mehrere solche Steinschleudern. Wie gesagt, ich war mit meiner Schwiegermutter unterwegs. Ich bin immer auf die Steinschleuder rumgegangen. Und da ist ein schönes Gerät. Ich habe aber nicht gesagt, warum ich so rumgelaufen bin. Ich habe eigentlich eine gute Schwiegermutter. Aber dieses Gerät benutzten die damals, um Schiffe, die auf der Elbe nicht angehalten haben, um Zeug zu zahlen, zu versenken. Schwuppdiwupp. Nach diesem Besuch musste ich nochmal ein bisschen drüber nachdenken, sind wir in den Biergarten gegangen. Direkt vor der Burg. Ich habe ein Bier dort getrunken, habe noch eine Steinschleuder gedacht. Und da kam ein Junge, etwa 5 Jahre, aus der Burg, mit seinem großen sächsischen Vater. Der Junge hatte so einen Ast irgendwo dort gefunden. Und hatte den Ast, mit dem Ast Folgendes gemacht. Er hat einen fiktiven Stein genommen und hat den Stein an das Ende des Astes gelegt. Und hat Folgendes gemacht. Das immer wieder. Und ich dachte, aha, bei mir getrunken, Viager, der Junge hat eine Erfahrung gemacht,
jetzt baut er neue Strukturen auf, neue Schemas am Kopf, also da verändert sich das. Ja? Und hier weitergekommen. Und dann passiert aber etwas, was mich total fasziniert hat. Der Junge legte den Stein, den fiktiven Stein, mit einer Gier. Und wisst ihr, was er macht? Tschippu. Und das wäre mal so. Tschippu. Und boah, ich war fasziniert hoch zu dem sächsischen Fahrer. Bin zu dem Winzer, also das ist ein zukünftiger Einstein. Der Junge hat intuitiv die goldene Regel der Mechanik erschlossen. Also, das Hebelgesetz kann der. So, dann guckt er mich ein bisschen verstört an. Von oben so nach unten. Und sagt, ja, wissen Sie, junger Mann, aber so mit der Formel Hardbox, aber gewaltig. Und da hatten wir es wieder. Da haben wir wieder das Problem. Das heißt, viele Erwachsene gehen davon aus, dass Kinder erst dann was wissen, wenn sie in der Lage sind, irgend so einen klugen Satz herzurichten. Oder eine Formel zu nennen. Oder was auch immer. Und das ist grundfalsch. Es ist sogar verheerend. Wenn man mit diesen Dingen anfängt, halt, Wagenschein, von dem habe ich schon gesprochen, ein Physikdidaktiker sagte, Verdunkler, Hindernisaufsteller, Störer, was hat er noch gesagt? Spalter naturwissenschaftlicher Zugänge zur Welt sind die Phrase, der Apparat, das Modell und die Formel. Sie tragen nämlich gar nicht dazu bei, dass das Kind sich in die Wirklichkeit einwurzelt, sprich, das ist ein schönes Bild, ja, in die Wirklichkeit einwurzelt. Nein, man bleibt auf einer abstrakten Ebene. Ich will den Wagenschein nochmal zeigen. Das ist er. Leider schon gestorben. Und dieses Zitat schenke ich Ihnen. Da wird nochmal etwas deutlich, was wir, wenn wir mit Kindern arbeiten, für uns immer, immer wieder klären müssen. Nämlich darauf zu achten, dass die Wissenschaft, die Naturwissenschaft, als Vermittler sich nicht als Vorgesetzter versetzt. Ich lasse das mal so hören. Gehen Sie in Ihre eigene Biografie. Wie oft hat der Vermittler dazu beigetragen, dass man es nicht verstanden hat? Ich erlebe das mit meinen Studenten täglich. Bedauerlich. Oh, bedauerlich. Aber man kann es ihnen gar nicht vorwerfen. Und das ist meine, sagen wir mal, theoretische Grundlage für naturwissenschaftliche Bildung in Grundschule und Primarbereich. Ich will das nochmal belegen. Es gibt eine Studie, die Renommierungswissenschaft der Welt, die haben sich 2007 damit auseinandergesetzt, was eigentlich Scientific Literacy heißt. Was heißt denn das eigentlich? Und dann haben die versucht, eine Definition zu formulieren. Wie braucht man die gesamten vielen schwarzen Buchstaben dann eigentlich zu lesen? Ich kann nicht so, wenn ihr das wollt. Ja, irgendwie, dass man das dann irgendwie auch irgendwie mit nach Hause nimmt oder hier. Ich will auf drei Sachen eingehen. Einmal sollte man vertraut sein in der natürlichen Welt und Respekt empfinden. Wenn man jetzt den letzten Klimagipfel gehört hat, so viel Respekt ist da nicht da. Es sollte darum gehen, Schlüsselkonzepte zu erschließen. Schlüsselkonzepte. Und wesentliche Prinzipien der Naturwissenschaft sollte man verstehen. Und was für mich so bedeutungsvoll ist und wo wir alle was dran tun können, ist über Fähigkeiten verfügen oder Kindern behilflich sein, sie auszubilden, naturwissenschaftlich zu denken. Und für uns als Erwachsene sollte klar werden, dass die Naturwissenschaft, ach Gott, Entschuldigung, die Naturwissenschaft, Mathematik, Technologie, die gibt es ohne uns gar nicht. Das ist eine menschliche Erfindung. Das machen wir uns oft nicht klar. Deswegen habe ich immer so ein Problem mit Naturwissenschaften und Kindern. Aber das ist ein anderes Problem. Weil ich sage,
kann ich in abstrakten Strukturen, und Wissenschaft ist abstrakt, nämlich eine ganz abstrakte Beschreibung von Wirklichkeit, die es so gar nicht gibt, kann ich denn das mit Kindern tun? Und am Strich meine Botschaft habe ich schon gesendet. Nein, ich muss zu dem Phänomen gehen. Und dann entwickeln wir es gemeinsam. Zum Beispiel das, was beim Fallgesetz, ein wichtiges Gesetz, V gleich G bei T geht oder wie auch immer. Das funktioniert ja. Das stimmt aber. Aber jeder von uns kennt es. Und so schon wieder vergessen. Und jeder glaubt, das stimmt. Das stimmt nicht. Und die es aufgesetzt haben, wissen das. Die haben nämlich gesagt, unter der Vernachlässigung der Reibung der Luft. Und es stimmt eigentlich nur im Vakuum. Das heißt, ein Kilo Federn, ein Kilo aus dem Eisen, fällt nicht gleich schnell nach oben, obwohl das Gesetz das sagt. Sondern das geht ganz schnell. Und das geht langsam. Und das ist so wichtig, dass wir Erwachsene wissen, alles, was Naturwissenschaft beschreibt, ist eine Definition von Welt, die unter bestimmten Bedingungen so funktioniert. Es ist eine abstrakte Beschreibung von Welt. Und jetzt habe ich genug Wanderprediger-mäßig hier agiert. Aber wenn ich von dieser Definition ausgehe, die für mich jetzt viel zu spät kam, aber ich benutze sie jetzt immer wieder, dann bedeutet das, dass man Konsequenzen daraus ziehen muss. Nämlich für naturwissenschaftliche Bildung. Und ich habe jetzt, ich komme aus der Alice Salomon, wir bilden Kindheitspädagogen aus, die kompetent sind, Kinder von 0 bis 12 Jahren zu unterrichten. Also in diesem Spektrum bewege ich mich jetzt, damit ihr wisst, wo ich bin. Naturwissenschaftliche Bildung erfordert eine pädagogische Praxis, wo es um das, jetzt nochmal, wirkliche Verstehen geht. Das wirkliche Verstehen. Und das heißt, einmal sollte man versuchen, die Gesetze der Natur zu verstehen, soweit es möglich ist. Aber gleichzeitig sollte man auch die Natur der Wissenschaft verstehen. Die Engländer haben das so wunderschön zusammengefasst. The Science of Nature is the Nature of Science. Das ist eine tolle Aussage. Das muss man im Kopf der Erwachsenen machen. Was heißt denn wirkliches Verstehen? Wirkliches Verstehen, auch hier wieder ein bisschen an Wagenschein angelegt, heißt, eine Sache selber ganz lange zu durchdenken. Wie viele Wochen hat er mit den Eiswürfen gearbeitet? Zwei länger. Es waren mindestens 4 Wochen, weil wir dann irgendwann angefangen haben mit Schmelzen und Im Film ist ja relativ schnell zusammengeschnitten. Eine Sache selber ganz lange zu durchdenken. Sich und den Kindern. Zeit. Das passiert nämlich gar nichts. Immer wieder nachfragen. Immer wieder abwägen. Immer wieder nachspüren. Dieser Junge, 4 Jahre alt, geht durch die Werkstatt einer Landwerkstatt in Berlin und findet diese, ich weiß nicht, viele haben diese Sammlung. Ja, die sind etwa 3 Zentimeter hoch und ich weiß gar nicht, 5 oder 6 oder 7 oder 8 verschiedene Zeiten geben sie an. Steht dort, ich bin zufälligerweise mit der Kamera da, fotografiere und gehe dann weiter und danach gehe ich nochmal zu ihm. Ich sage, ich habe gesehen, dass du das so lange so gehalten hast. Was hast du denn da so beobachtet? Und da guckt er mich so mit großen Augen und sagt, weißt du, die geht ganz schön lange. Mehr war es nicht. Einen wesentlichen Aspekt der Zeit, der ja sehr kompliziert ist, erfasst, nämlich die Zeitdauer. Und das Resultat dieser Aktion war, er hat sich die Zeit genommen, hat alle Sanduhren der Reihe nach aufgestellt und es hat gestimmt. Alle Zweifel und Widersprüche abarbeiten, auch das hat was mit Verstehen zu tun. Ja, ein kleiner Glückscheißer hat immer gesagt. Er muss alles. Sendung mit der Maus kannte er natürlich, klar. Und Wissen macht A. Und alles das, was da so noch so kursiert, ich will das nicht schlecht machen. Aber er wusste alles.
In einem Praktikum ging es darum, ob Mai schwimmt oder nicht. Weiß ich eigentlich. Und Recyclingstauch. Doch, das war dein Aussageschluss aus. Was haben wir gemacht? Den kognitiven Zweifel wecken. Wir haben ein Glas mit Salzwasser angestellt. Und in dem Moment war ich zufälligerweise mit der Kamera dabei. Wo er, du Scheiße, sei so, geht schon unter. Und diesen Gesichtsausdruck. Das ist doch ein Highlight, oder? Da brauche ich nichts mehr. Auch nichts mehr zu machen. Nein, natürlich muss ich was machen. Man kann einen Popper-Dialog gehen oder. Das lasse ich jetzt schon mal weg. Das zu erreichen, das ist das Schönste, was Pädagogen erreichen. Und wenn man Kinder beobachtet, machen die das am Tage mehrmals. Nicht ganz so, vielleicht fotogen wie ihr, aber die machen das. Wunderbare Anlässe ins Gespräch zu kommen. Und schön ist es, am Ende dann wirklich überzeugt zu sein. Das muss ja noch gar nicht stimmen, an Jungspiel. Ich muss nur überzeugt davon sein, dass es stimmt. Ich habe einen Artikel geschrieben in einem Buch, Bundestagung, eines der peinlichsten Artikel, die ich in meinem Leben bereits geschrieben habe, und Ergebnisse über eine Kastanie. Ich habe eine Kastanie untersucht mit amerikanischen Kollegen zusammen. Meine Frage war, warum haben die immer so eine komische Kochhaube? Und ich hatte die ersten Ideen. Zum Beispiel habe ich mir gedacht, wenn so eine Kastanie unter so einen Kastanienbaum fällt, hat die ja keine Chance. Der Hose nimmt alles weg. Wasser, Luft, Licht, alles. Also muss die Kastanie, die Sonne und Mensch, darüber nachdenken, wie komme ich da weg? Und dann zeigt sie ihr Auge und sagt zum Wildschwein, komm, hier bin ich, fress mich. In dem Auge, was das Kork ist, befindet sich das Keimblatt. Das ist, der Kork ist resistent in Bezug auf die Magensäure und irgendwann wird es rausgekappert und dann wächst die neue Kastanie. Das war meine Idee. Die habe ich dann auch noch kompliziert. Später habe ich festgestellt, es ist nicht weiter als ein Boden. Und alles das, was ich mir ausgedacht habe, war absoluter Unsinn. Aber ich war so überzeugt und habe 200 Leute dort hin. Davon auch überzeugt. Also, ich weiß nicht, Barbara, hast du mit dem Zelt dabei? Da gab es stehende Ovationen. Und danach dachte ich, Gott, das will das. Martin Marenschein sagt, und das ist nochmal so in Bezug auf, das Phänomen, hey, erinnert euch doch an, wie ihr als Kinder gelernt habt. Lasst uns doch gemeinsam mit den Kindern auf dem Phänomen stehen. Das ist ein schönes Bild. Auch das nochmal zum Phänomen. Schritte zum Verstehen. Ulrike, du gibst mir, ich habe meine Uhr leider nicht dabei. Wie viel Zeit ist noch? Wunderbar, sehr schön. Schritte zum Verstehen, da lehne ich mich so ein bisschen an die untere Markgrafenau. An, die hat es mal formuliert. Eine eigene Frage an die Natur stellt, eine eigene Frage, nicht unsere, sondern eine eigene Frage an die Natur stellt oder an ein Phänomen. Sich vergegenwärtigen, was ich bereits weiß. Gleiche Theorie, Drehkonzept oder was auch immer, wenn wir dazu sagen. Dann darüber nachzudenken, ja, könnte das dann sein? Ich bin Naturwissenschaftler von Hause aus und für mich war die Hypothese eines der wichtigsten zentralen Ausgangspunkte für Lernen bisher. Inzwischen, wenn es um Elementarpädagogik geht, warne ich zunehmend mehr davon, die Kinder zur Vermutung zu zwingen, sagt man so. Weil Vermutungen immer auch eine Basis, eine Erfahrungsbasis haben sollten. Wenn ich aber diese Erfahrung nicht habe und Kinder dazu zwinge, zu vermuten, dann wertschätze ich sie nicht, sondern tue etwas eigentlich gegen ihre Persönlichkeitsentwicklung, weil ich sie zum Raten zwinge. Rate mal. Ich spiele schon seit Jahren kein Lotto. Weil es mir keinen Spaß macht, so zu raten. Kommen Sie rein, setzen Sie sich hin. Das heißt, man muss
sind mit den Kindern zusammen, sie kennen den Besten. Es gibt ja keine Grundregel dafür, aber man muss, wenn man um eine Vermutung ringt mit Kindern, auch immer die Kontexte mit berücksichtigen, in denen sie sozusagen Erfahrungen gesammelt haben. Wenn man der Meinung ist, dass da eine genügend umfangreiche Erfahrung vorhanden ist, dass ich sagen kann, dann ist das halt legitim. Ansonsten würde ich darauf verzichten. Da würde ich lieber über Ideen des Tuns mit ihnen reden. Das ist aber so seit den letzten 2 Jahren, nachdem ich so intensiv darüber auch nachgedacht und geforscht habe, näher ich mich so einer Aussage, die aber noch nicht empirisch untersetzt. Grundschule, ältere Kinder, ja, da kann man ganz viele Vermutungen abfragen. Aber gerade in dem Kindergartenbereich würde ich da vorsichtig damit sein. Das ist das Philosophieren. Beobachten, klar. Reflektieren, klar. Rückbindung zu einer Vermutung, zu dem Gedachten, wenn eine Verhandlung war. Und dann zum Schluss eine Aussage. Das sind sozusagen die Schritte zum Verstehen. Daraus hat Marc Maro einen Forschungsbereich entwickelt. Weißt du, den kennen Sie. Und dieser Forschungsbereich treibt mich oder hat mich die letzten Jahre sehr umgetrieben, weil ich ihm geglaubt habe. Und jetzt in den letzten 2 Jahren, seitdem wir das Kinderforscherzentrum gegründet haben, und auch ein Wahnsinnsfeld, Forschungsfeld haben, habe ich festgestellt, das stimmt nicht. Ich will das gleich begründen. Wenn ich von den Lernprozessen von Kindern ausgehe, nicht von uns, in der Regel haben Kinder in der Erstbegegnung mit Phänomenen der Welt noch keine explizite Frage. Möglicherweise implizit, möglicherweise. Aber das ist schwer rauszufinden. Aber was sie auf jeden Fall machen, sie explorieren. Sie nehmen das in die Hand. Sie setzen sich damit auseinander. Sie machen damit was oder spielen. Wir haben in einem Forschungsprojekt, das gehe ich jetzt nicht drauf ein, 4 Grundtypen forschenden Handelns bei Kindern ermitteln können. Ist auch veröffentlicht worden. Nächstes Mal auch dran. Passt jetzt nämlich rein. Sie explorieren. Und in der Exploration entstehen möglicherweise Fragen. Auf jeden Fall Ideen für Handeln. Das heißt, mit der Fragestellung beginnt das Forschen der Kinder nicht. Auch die Vermutung ist manchmal da noch nicht vorhanden. Und dann die Durchführung des Versuches, im Team oder nicht. Dann die Beschreibung. Ergebnisse festhalten. Dieser Kreis, der ja in der Fachwelt, sagen wir mal, die letzten Jahre immer sehr gemütlich war, guckt euch den genau an, ob der stimmt. Ob das für eine Elementarpädagogik stimmt. Wir haben inzwischen einander. Das ist ein Kreis, den wir jetzt entwickelt haben. Ich zeige gleich noch ein Video dazu. Wir nennen ihn der Leon-Forscher-Kreis. Der Leon ist ein Traum, den ich erfüllen durfte. Ein völlig neues Haus, eine Lernwerkstatt, die idealtypisch nach Lernwerkstatt gegeben arbeiten soll. Schaffen wir noch nicht ganz. 200 Quadratmeter groß. Ja, mit viel, viel Geld gebaut. Bauhausstil. Also, super. Und wir haben festgestellt, es geht am Anfang immer um eine Orientierung in einer, entweder von uns oder von der Welt selber, vorbehalten lernen. Und über die Orientierung beginnt so eine spielende Exploration der Kinder. Und aus dieser spielenden Exploration passiert meistens irgendetwas wie, oh, das will ich mir nochmal angucken. Da will ich dahinter kommen. Ey, was ist denn dahinter? Also diese Vermutung, genau das, was Sie möglicherweise mit der Speicherschachtel auch erlebt haben. Ach, wie funktioniert das? Ich will es rauskriegen. Und dann nach diesem Verwundertsein, da haben schon gesagt, dann beginnt der Verwundertsein, passiert nochmal etwas, so ein vertieftes Explorieren, dann geschieht da so eine Systematisierung im Handeln.
Das ist aber noch nicht so richtig. Also eine richtige Frage haben Sie vielleicht noch gar nicht. Aber daraus ergibt sich eine Idee. Vielleicht auch eine Vermutung. Und dann geschieht etwas Wunderbares. Das machen die Kinder von sich allein, wenn sie die Möglichkeit haben. Sie suchen Materialien, die wir entweder in Lernbeeten vorbereiten, in einem Buffet vorbereiten oder in der Werkstatt vorhanden haben. Sie müssen nur da sein. Sie müssen nur da sein. Geordnet, vorgeordnet oder nicht, muss man selber entscheiden. Dann suchen die Materialien, um das zu realisieren. Und dann geht es erst in das Versuchen. Ganz langer Prozess. Dann gibt es die Ergebnisaustausch zwischen den Kindern erst einmal. Und bei unserem Lehrer wird dann immer generell am Ende eine solche Veranstaltung durchgeführt. Ich zeige Ihnen mal 6 Minuten einen Film, den wir gedreht haben. Ist mehr so ein Imagefilm. Du hast ihn ja schon mal gesehen. Das ist der Leo. Der ist ein bisschen zusammengeschnitten. Und da finden Sie genau das, was ich jetzt geschrieben habe, wieder. Es gibt, mal gucken, ob ich das jetzt so hinkriege, wie ich mir das vorstelle. Ein Kollege hat sogar eine Hymne geschrieben. Eine Hymne fürs Leo. Wir haben 2 Forschergeister. Seien Sie also nicht irritiert. Die Forschergeister haben Kinder entwickelt, die heißen Helle und Leo. So. Und Helle und Leo sind die Forschergeister. Schauen Sie einfach mal rein. Herzlich willkommen bei uns hier im Kinderforschungszentrum Helle. Das sind unsere beiden Forschergeister und Maskottchen Helle und Leo. Und die beiden, die zeigen euch jetzt mal das Helium von Ihnen, was man so alles forschen kann. Hallo Helium, hier wollt ihr und Leo. Sie sind Forscher, Geister und Teils in Erziehung. Hallo Leo, lad halt wieder ein, zum Tüfteln und Verstehen und um neugierig zu sein, zum Begreifen eines Mami-Phänomen. Warum die so was erwünscht und es halt nicht um Kompon ein Bein. Begleiten wir Sie weiter durch den Workshop unter dem Aspekt des Helium-Forscherkreises. Ob Luft, ob Sonne, Öl oder Wind, ob Wasser oder Boden, sei ein Forscher kind. Das sind die Themen und noch viel mehr. Helle und Leo, richtet das her, auch nach wie Umwelttechnikerin. Hier könnt ihr forschen.
Knaller. Kann man weiterforschen? Ja, ja, wir wollen jetzt auch nochmal sowas in der Art mit Luft oder vielleicht mal. Aber nicht genau das Gleiche, weil jetzt wissen wir ja, dass das funktioniert. Aber ja, jetzt ihr habt vielleicht Ideen, die anderen ja dann auch und dann wollen wir ja ein bisschen was anderes ja machen. Ihr habt ja auch wirklich, seid ihr denn dem auf die Schliche gekommen, wie ihr es letztendlich geschafft habt. Ne? Ja. Ein Prozess, aber du bist halt gelöst. Ich bin echt selbst begeistert. Ich habe erst gedacht, das funktioniert gar nicht. Ja. Und nun? Jetzt ist es trotzdem. Ja, super. Also, da habe ich einen großen Ventilator gebaut. Ich habe mit der Stoppuhr und dem Ventilator und dem Predix erforscht, dass es da so gedreht hat, dass das mit der Klammer und Schraube und Stein immer hochgegangen ist. Bei den Kleinen ging es nicht ganz so gut hoch, aber bei den Großen Stein konnten wir es nicht nehmen, dran machen, weil es ja nicht ging. Wieso ging es nicht? Hast du das rausgekriegt? Also ich habe rausgekriegt, dass der große Stein zu schwer ist, dass er alles damit runterzieht. Materialisierung sozusagen eine Idee. Die Institutionalisierung eine Idee. Es muss die Einrichtung auch wollen und tragen. Das ist ja offensichtlich heute nach den Vorträgen bei euch gegeben. Und es muss ja einen Hut aufhaben. Und nicht nur einen Hut, wo man sagt Dankeschön, sondern auch einen Hut von der Wertschätzung dahinter steckt. Mit einem Entgegenkommen aus dem, zur Leitung. Da, wo Leitungen von Einrichtungen hinter den Ideen stehen und Personen auch fördern, bleibt die Landwerkstatt auch ein sehr stabiler
und zwar Quell für die Entwicklung in der Einrichtung selber. Die landtheoretische Basis der Landwirtschaft ist dann auch noch ein Konstruktivismus. Zumindest bei uns. Und der sagt ganz einfach, da müssen wir tiefer, konstruktiver Prozess. Hier ist wieder ein Geschehen. Das hat er mal gesagt, wir haben jetzt immer neue Konstruktionen von Welt. Es ist individuell, situativ, selbstregulierend, kumulativ. Das heißt, wenn kein Anschluss an vorherige Erfahrungen besteht, und der Schritt zu etwas Neuem zu groß ist, geschieht das lange nicht. Und in sozialen Kontexten. Noch drei Folien. Wenn das, was ich sagte, die landtheoretische Basis ist für unsere Arbeit sein wird, dann gilt das nicht mehr. Dann muss es weg. Weil das entspricht überhaupt nicht unserem Verständnis. Aber dann muss was Neues sein. Und das ist natürlich ein Hammertext jetzt nochmal. Ich habe versucht mal zu beschreiben, was sich aus der Konsequenz dieser landtheoretischen Basis für die Rollenzuschreibung bei Kindern und Lernbegleitern ergibt. Aus jeder der hier benannten Positionen, das kann man vielleicht mal auf dem extra Blatt machen und auch nochmal ausgeben, dann selbstbestimmt an entsprechende Voraussetzungen, ergeben sich Handlungsmaximen für die Lernbegleitung. Konzipieren, organisieren, abmischen, strukturieren, begleiten, beobachten, analysieren, reflektieren, beraten, im gemeinsam geteilten Denken, Impulse und Anregungen für offene Lernwege geben und. Das ist relativ schnell aufgeschrieben. Also ich glaube, ich habe so etwa 25 bis 30 Jahre gebraucht, bis ich vielleicht 60% von dem realisiere. Aber man sollte sich an diesen Ziel geben. Sagen, da bin ich mal hin, dann weiß man ein bisschen, worum es geht. Vielleicht eine Aussage hier, die verbinde ich noch mit einer Geschichte, weil die ist so wichtig. 1974 bin ich Lehrer geworden, Mathematik, Physik, Lehrer in der Altmark. Nördlich von Mathematik, flaches Land, man sah schon, heute werden morgen uns gesucht, oder wie auch immer. Und zwar, ja, ich habe Physik unterrichtet in der 10. Klasse. Und ich dachte, ich bin der beste Physiklehrer der Welt. Und nach zwei Monaten habe ich eine Arbeit geschrieben. Alles für mich. Ich war stinksauer, habe Psychohygiene betrieben, wie das Lehrer oft machen. Die gehen ins Lehrerzimmer und schimpfen für die Kinder. Und da kam ein alter Lehrer zu mir und sagte zu mir: Ach gut, merke dir bitte eins. Vergesse ich nie wieder mein Leben. Ich merke dir bitte eins. Die Fehler, die deine Kinder oder Schüler gemacht haben, sollten für dich ein Fenster sein, durch das du guckst in das Denken deiner Schüler. Na gut, dachte ich, okay. Und dann merke ich dir noch eins. Und das gebe ich allen mit auf den Weg. Umwege erhöhen die Ortskenntnis. Ich konnte in dem Moment nicht nur nach dem Abend in das Glas Rot reingekommen, aber habe ich noch mal drüber nachgedacht. Da ist mir klar geworden, eigentlich ist der Beruf, die Berufsbezeichnung, die wir haben, Pädagogin, Pädagoge, eigentlich müssten wir heißen, qualifiziert ausgebildete Umwegschilderaufbauerinnen. Weg von dieser Philosophie der Autobahn, wo rechts und links die Leitplanken sind, wo wir durchsausen wie verrückt, um das Ziel zu erreichen. Hin auf dem Feldweg, mit Löchern, Sandkuhlen, Pfützen. Lass die Leute die Inhalte selber durchforsten. Und das ist eine Botschaft, die wir in der Stadt. Da kann ich nur jeden ermutigen dazu. Hält einen relativ gesund. Wenn man in die Werkstatt geht, also wie ist eine rote Krautschleife, schade für mich. Ich fühle mich da sehr wohl. Das sind nur nochmal die Zusammenfassungen. Die gehe ich mir jetzt auf. Ja, das ist die Landwirtschaftsarbeit. Vielleicht das noch hier. Durch Wertschätzung Sicherheit geben, eigene Lernwege geben zu dürfen. Wertschätzung. Wirklich Wertschätzung. Nicht das ordentliche Büro. Und immer wieder
Kinder sind natürlich auch drin, das habe ich jetzt schon gesagt, da bin ich jetzt drüber weg, das sind das Schönste mit mir, berechtigt. Was ich für Kinder gesagt habe, geht natürlich für Erwachsene auch. Das sind Studenten, so sieht es bei mir in der Landwerkstatt aus. Ich habe Gott sei Dank das Berufungsverhandlung gemacht und habe gesagt, ich komme nicht, wenn ich nicht. Und da hat man ja meistens an der Stelle ein Stück später das Verhandlung war schwierig. Nah beieinander sein, auf Augenhöhe interagieren. Da gehe ich auch drüber weg. Herzlichen Dank. Ich hoffe, alles klar. Herzlichen Dank. Und es kommt noch was. Zwei oder drei, ich habe vielleicht ausgereicht und ausgetauscht, und dann sollte man die anderen verschiedenen